Für die Freien Demokraten hat nun Herr Pürsün das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Für uns ist ein krisensicherer Haushalt ein solcher, der keinen Bereich vernachlässigt, der durch Investitionen Potenziale entfesselt und Chancen schafft. Nun wird ja grundsätzlich empfohlen, etwas Positives zu sagen, bevor kritisiert wird. Daher möchte ich die Landesregierung auch loben, wenn sie mal gezwungenermaßen etwas richtig macht. In diesem Fall geht es um die Investitionskosten für Krankenhäuser. Wir fordern stets die Erhöhung, und diese kam dann auch. Gemeinsam haben wir das klasse gemacht. Nun zur Kritik. Die ist natürlich deutlich länger. Ein Hebammengeld steht schon länger im Raum. In der Beratung zum letzten Haushalt waren dafür aber keine Mittel eingestellt. Der Grund war, dass man zunächst den runden Tisch und das Gutachten abwarten wollte, etwas, worüber wir schon seit Jahren diskutieren und auch warten. Beides gab es jetzt nun in der Zwischenzeit. Und wissen Sie was? Das Hebammengeld findet sich trotzdem nicht im Haushaltsentwurf. Was nun genau in Sachen Geburtshilfe unternommen wird im kommenden Jahr, bleibt fraglich. Ein weiteres Sorgenkind ist der öffentliche Gesundheitsdienst. Spätestens seit der Pandemie weiß das jeder. Wir hatten schon im Juli 2019 den Blick auf die Gesundheitsämter gelenkt. Dem Gesundheitsminister ist es trotzdem entgangen. Schade ist, dass es immer noch nicht gelungen ist, eine einheitliche Software für die Gesundheitsämter auszurollen. Das wurde 2019 für 2020 versprochen. Nun werden wir auf 2021 vertröstet, pandemiebedingt, wie es heißt. Aber ist es nicht die Pandemie, die funktionierende Gesundheitsämter mehr denn je erfordert? Wie kann es sein, dass es möglich sein wird, dass alle 26 Landkreise mit einer einheitlichen Software arbeiten, um die Impfung zu koordinieren, aber die Gesundheitsämter immer noch alle andere Software nutzen? Wieso sind die Gesundheitsämter immer noch nicht mit ordentlicher IT ausgestattet, obwohl wir das unentwegt fordern? Warum hat diese Landesregierung die Gesundheitsämter nicht schon lange in die Lage versetzt, digital und damit effizienter und weniger fehleranfällig zu arbeiten? Die Folgen, die wir alle jetzt zu spüren bekommen, sind weitaus gravierender, als jegliche Bedenken jemals sein können. Mit Folgen meine ich den Lockdown mit all den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen. Der Lockdown ist Folge dessen, dass das Containment nicht funktioniert. Auf jede Anfrage und jeden Berichtsantrag wird geantwortet, dass die Nachverfolgung der Schlüssel zur Eindämmung ist. Die Nachverfolgung funktioniert aber schon lange nicht mehr. Warum wurde verpasst, sich vorzubereiten? Warum wurde der Sommer nicht genutzt? Konkrete Projekte und mutige Förderung der Digitalisierung sucht der Leser vergebens in dem Entwurf. Die Pandemie hat außerplanmäßige Ausgaben nötig gemacht. Allerdings scheint es, als sei über die Pandemie völlig in den Hintergrund gerückt, dass es Bereiche gibt, die wir nicht vernachlässigen dürfen. Kinder- und Jugendarbeit beispielsweise, die psychische Gesundheit der Menschen, die Einsamkeit und damit verbundene Herausforderungen für Senioren, HIV-Prävention und Beratung, Gewalt in der Familie. Die in diesen Bereichen gestiegenen Bedarfe spiegelt der Haushaltsentwurf leider nicht ab. Es bleibt auch offen, wie die Landesregierung dauerhaft auf den Personalmangel in der Pflege reagieren möchte. Es hilft bedauerlicherweise nämlich nicht, Geld nur für Beatmungsgeräte auszugeben, die dann mangels Pfleger doch nicht genutzt werden können. Apropos Beatmungsgeräte. Die Zahlen der Corona-Patienten in den Intensivstationen und die Zahl der freien Betten beunruhigen. Aber Sie nehmen es politisch hin, dass die Betten knapp werden. Sonst wäre die Freihaltepauschalen erstens früher und zweitens an alle Krankenhäuser gezahlt worden. Es ist nicht falsch, nur das Nötige vorzuhalten. Aber dann tun wir doch bitte nicht so, als gäbe es keine andere Wahl. Hessen hat auch ohne Berlin die Möglichkeit, hier mehr zu leisten. Gleichzeitig stockt die Entlassung aus den Krankenhäusern mangels Angeboten. Das verstehe, wer will. Werte Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, bitte erklären Sie, wie kann es sein, dass nach wie vor so viele Menschen sterben? Warum wurden erst jetzt FFP2-Masken ausgegeben für die vulnerablen Gruppen? In Tübingen sind sie schon vor einem Monat an Risikopatienten verteilt worden, während sie hier
lange schon im Lager liegen. Wir fordern seit Monaten den Schutz von Alten und Kranken. Ich möchte gerne aus einem Kommentar von Michael Watzke zitieren. Alle 4 Minuten stirbt in Deutschland derzeit ein Mensch an oder mit Corona. Er oder sie wird nicht mehr genug Luft bekommen und in einem Krankenhaus, einem Altenheim oder zu Hause dem Covid-Virus erliegen. In vielen Fällen werden keine Verwandten am Krankenbett stehen und Abschied nehmen können. Die meisten Infizierten sterben allein. Niemand lebt ewig, Menschen sind sterblich. Aber es müssten nicht fast 500 Menschen in Deutschland pro Tag an oder mit Corona sterben. Wir reden von Menschen, sie mögen in vielen Fällen alt oder gebrechlich sein, aber ohne Corona könnten sie noch viele Jahre Eltern, Großeltern, Partner und Mitmenschen sein. Wir brauchen sie, wir dürfen sie nicht einfach opfern. Zitat Ende. Werte Kolleginnen und Kollegen, bitte erklären Sie mir, wie kann es sein, dass anlasslose Schnelltestungen im politischen Betrieb wie ein Cappuccino an der Theke verfügbar sind und in Alten- und Pflegeheimen nicht flächendeckend möglich sind? Warum wird nicht jeder, der die Einrichtung betritt, vorher getestet? Wie kann es sein, dass wir richtigerweise zwar für Schulen Konzepte vorgelegt bekommen, Luftfilter angeschafft werden sollen, digitales Lernen möglich werden soll, ermöglichen wollen und die Lehrer testen, aber nicht im Ansatz die gleichen Anstrengungen für Alten- und Pflegeheime aufbringen? Also bitte erklären Sie uns, wie diese Passivität zu rechtfertigen ist. Am Geld wird es nicht liegen und an der Verfügbarkeit der Tests auch nicht. Also woran dann? Anfang Oktober konnte ich noch in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage lesen, dass bei einem erneuten Anstieg der Infektionszahlen in den Alten- und Pflegeheimen eine andere Ausgangslage als noch im März vorliege. Daher seien erneute Beschränkungen nicht notwendig. Das haben Sie, Herr Staatsminister Klose, offenbar grundlegend falsch eingeschätzt. Mehr noch. Es war zu lesen, dass im Hinblick auf die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeeinrichtungen weder eine Notwendigkeit noch die erforderlichen Kapazitäten für anlasslose Testungen gesehen werden. Dass wir aber mit mehr Testungen mehr Infektionen und dadurch auch mehr schwere und tödliche Verläufe verhindern können, muss Ihnen doch einleuchten. Warum gibt es keine Kampagne, die die Bürger anhält, einen Arzt aufzusuchen, wenn sie krank sind? Eine Kampagne, die klarmacht, dass es sicher ist, zur Apotheke zu gehen oder den Arzt aufzusuchen. Was glauben Sie, wie viele Menschen auf dringende Behandlungen verzichten, weil sie Angst haben, sich anzustecken? Wie viele Vorsorgeuntersuchungen bleiben aus, die Schlimmeres verhindern können? Gerade kürzlich war zu lesen, dass sich weitaus weniger Menschen auf HIV testen lassen. Diese Menschen können andere unwissend anstecken. Hessen handelt besonnen, ist gelegentlich zu vernehmen. Seien Sie aber auch mal vorausschauend. Statt zu sagen, Testen bringe nichts, machen Sie es einfach mal. Der Lockdown zwingt immer mehr Menschen, ins Private auszuweichen. Für einige bedeutet das besondere Enge. Die Bewegung wird eingeschränkt, Einsamkeit nimmt zu. Ich habe nicht den Eindruck, dass allen hier klar ist, was das für Folgen haben kann, was das mit den Suizidraten macht, was für Traumata entstehen, die Generationen ein Leben lang begleiten werden. Sie sehen, Ihre Politik, werte Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, wirft mehr Fragen auf, als sie Lösungen oder Antworten schafft. Das, was jetzt falsch läuft, die entstehende Angst, werden Folgen haben, die uns noch viele Jahre begleiten werden. Und das hat die Landesregierung scheinbar völlig übersehen. Die Politik dieser Landesregierung ist so enttäuschend wie der vorliegende Haushaltsentwurf. Als nächstes erteile ich nun Frau Böhm von den Linken das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Als Sozialpädagogin weiß ich ja, dass es immer gut ist, mit einem Lob zu beginnen, wenn man erreichen will, dass einem das Gegenüber zuhört. Und nehmen Sie es sozusagen als Coaching von links. Ich habe doch wirklich 3 Dinge gefunden in Ihrem Sozialhaushalt, die zu erwähnen, die zu loben sind und die ich dazu was sagen möchte. Sie führen endlich ein Sinnesbehindertengeld ein, welches auch
gehörlose und taubblinde Menschen unterstützt. Sie stellen mehr Geld für die Kitas zur Verfügung, und sie beginnen mit einer besseren Umsetzung der Unterstützung der hessischen Hebammen. Ja, das sind doch drei erfreuliche Botschaften. Aber ich will Ihnen nicht verhehlen, jede dieser Botschaften hat auch einen dicken Wermutstropfen. Das Sinnesbehindertengeld steht jetzt seit Jahren auf der Tagesordnung. Sie sind ziemlich spät dran, auch im Bundesländervergleich. Zudem soll es nicht einmal ab Januar nächsten Jahres gezahlt werden, sondern erst ab April. Und ich weiß wirklich nicht, warum Sie jetzt noch so lange zögern. Sie könnten das Gesetz auch ruhig rückwirkend in Kraft treten lassen, aber das steht Ihnen offensichtlich nicht der Sinn dazu. Und bei den höheren Zuwendungen für die Kitas bin ich mal gespannt, wie viel ein Mehr an Landesmitteln es tatsächlich ist. Denn wir wissen doch, ähnlich wie bei den Krankenhausbeträgen, dass die schwarz-grüne Landesregierung sehr gerne auf das Geld setzt, was von den Kommunen kommt. Und auch gerade bei den Kitas wie bei den Krankenhäusern kommt halt wesentlich mehr Geld aus den Kommunen als aus dem Landeshaushalt. Natürlich nehmen sie auch gerne die Bundesmittel mit, um ihre eigenen Mittel schön zu rechnen. Aber auch wenn wir sagen, es gibt auch mehr Geld in der pädagogischen Arbeit, was ja sinnvoll ist, was notwendig und was dringend erforderlich ist, fehlt trotzdem immer noch eine Menge. Der Fachkräftemangel wird mit den 600 praxisintegrierten vergüteten Ausbildungsplätzen noch nicht beendet werden. Auch die mittelbare pädagogische Arbeit fehlt immer noch in ihrem Haushalt und ihren Gesetzen. Und dem Ziel der Kostenfreiheit der frühkindlichen Bildung kommen wir mit diesem Haushaltsentwurf auch keinen einzigen Schritt näher. Der dritte Punkt war, Sie stellen zwar 1,7 Millionen Euro im Haushalt ein, um das Zukunftsprogramm Geburtshilfe voranzutreiben. Allerdings ohne konkrete Projekte. Meine Vorrednerinnen haben ja schon etwas dazu gesagt. Wenn Sie das aber tatsächlich damit begründen, dass im November der runde Tisch wegen Corona abgesagt werden musste, dann lässt mich das wirklich mit einem Kopfschütteln zurück. Meinen Sie nicht, dass eine Videokonferenz allen Beteiligten mal lieber gewesen wäre, als diese Hängepartie weiter durchzuführen? Meinen Sie nicht, ich meine ja gerade, anscheinend ja so zu sein, dass der digitale Notstand im Sozialministerium sehr groß sein muss, außer natürlich, wenn die ständigen und regelmäßigen Videopressekonferenzen des Ministers Klose ausgestrahlt werden. Dann scheint das auch zu funktionieren. Und das Gutachten, auf das Sie sich beziehen, liegt seit einem Jahr vor. Und das haben wirklich die in der Geburtshilfe Tätigen und die Schwangeren in diesem Land nicht verdient. Tun Sie endlich was, schieben Sie nicht weiter alles auf die lange Bank. Okay, viel mehr fällt mir jetzt nicht an Positiven ein. Und Sie sehen, die Wermutstropfen waren doch sehr groß in den Positiven. Lassen Sie uns mit der größten Lücke im Haushalt beginnen. Auch wenn Sie von einigen gelobt werden, dass Sie mehr Investitionen für die hessischen Krankenhäuser zur Verfügung stellen. Also mir fehlen noch immer fast 200 Millionen Euro jährlich an Investitionsmitteln. Das wäre der Betrag, den die Krankenhäuser tatsächlich brauchen, den sie brauchen. Und wenn ich Sie da an Ihren eigenen Koalitionsvertrag erinnern kann, Sie haben versprochen, dass Sie sie bis 2023 vollständig gewährleisten wollen. Wenn Sie allerdings mit diesen Trippelschrittchen weitermachen können, dann muss 2023 noch in weit ferner Zukunft liegen. Und jetzt fangen Sie doch endlich einmal an, dieses Gap tatsächlich und entschieden zu verkleinern. Nein, Sie verharren weiter in Halbheiten. Und das ist wie bei anderen Bereichen auch, Corona-Tests für Kita-Erzieherinnen, aber nicht für die Erzieherinnen in der offenen Jugendarbeit oder in der Kinderarbeit, Tests für Pflegeeinrichtungen viel zu spät, aber auch wieder nicht für alle, Freihaltepauschalen für die großen Kliniken, aber nicht für die kommunalen. Und selbst die neue Allgemeinverfügung haben Sie immer noch nicht veröffentlicht, die kleinen Häuser schützen soll. Und ich hoffe, dass sie doch auf den Weg kommt. Auch Pflästerchen für Jugendherbergen und Tafeln, aber keine Perspektiven. Und Sie sind wirklich nicht in der Lage, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um tatsächliche Verbesserungen zu ermöglichen. Sie doktern lieber an den Symptomen rum,
statt an die Ursachen heranzugehen. So kann man weder eine Pandemie besiegen noch einen vernünftigen Landeshaushalt aufstellen. Das zeigt sich auch in dem Bereich der Psychiatrie. Der Maßregelvollzug bekommt wieder einmal eine Aufstockung im zweistelligen Millionenbereich. Die ambulante Versorgung im psychiatrischen Bereich ist Ihnen lächerliche 400.000 Euro wert. Sie reagieren also erst dann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und wenn man wirklich heftige Maßnahmen ergreifen muss, statt präventive Mittel deutlich auszubauen. Und das ist doch der Irrweg. Ich höre noch Herrn Klose, wie er kurz nach dem Wallraff-Report über den Skandal in Frankfurt-Höchst mit vielen schönen Worten für eine bessere Psychiatrie geworben hat. Ganz still ist es um die Fragen inzwischen geworden. Nichts passiert. Das Ministerium weiß, dass es Grundrechtsverletzungen in der stationären Psychiatrie in Hessen gibt, aber handelt es als Fachaufsicht? Nein. Herr Dr. Kirschenbauer, der von Ihnen eingesetzte Experte, hat wesentliche Änderungen in der Psychiatrie verlangt. Was haben Sie denn davon umgesetzt? Kaum mehr als ein paar Eimer Farbe für die Flure der Station D42 in Höchst. 400.000 Euro. Damit können Sie nicht einmal die Voraussetzungen für die dringend notwendigen und von allen erwarteten und schon im letzten Haushalt drin stehenden Krisendienste schaffen. Wir werden mit unseren Haushaltsanträgen deutlich machen, was wirklich in Hessen passieren muss. Und es wird Zeit, dass Sie Ihren Ankündigungen einen Maßnahmeplan für eine moderne, gewaltfreie Psychiatrie mit guten Arbeitsbedingungen folgen lassen. Es gibt noch unzählige Beispiele, meine sehr geehrten Damen, aber genau da passiert nichts. Ich will nur noch auf einen Bereich eingehen, aufgrund der Zeit, auf den Bereich des Gewaltschutzes. Auch in Hessen gilt die Istanbul-Konvention. Ich weiß, Sie haben es schon einmal von mir gehört. Sie haben wahrscheinlich auch alle Fraktionen haben Schreiben von den Frauenberatungs- und Interventionsstellen bekommen und von den Frauenhäusern. Es ist klar, hunderte Frauenhausplätze fehlen. Es fehlt die vorgeschriebene Koordinierungsstelle zur Umsetzung der Istanbul-Konvention. Es fehlen die präventiven Maßnahmen, der Gewaltschutz und die Täterarbeit. Das ist alles vollkommen unterfinanziert. Und was ist Ihre Antwort im Haushaltsentwurf? Lächerliche 500.000 Euro Investitionsmittel, damit ein paar Räume barrierefrei umgestaltet werden können. Schämen Sie sich nicht nur auf Bundes- und kommunale Mittel zu verweisen? Und mich ärgert diese Ignoranz. Sie lassen damit die Menschen im Stich, die Opfer häuslicher Gewalt werden, und Sie lassen die Haupt- und Ehrenamtlichen im Regen stehen. Und das gilt für viele Bereiche dieses Einzelplans. Wir brauchen entschiedene Schritte, um ein sozialeres Hessen, Hessen zu erreichen. Und damit, mit diesem Haushaltsplan, werden Sie keinen Schritt weiterkommen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Sönmez hat das Wort. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, aufgrund der Zeit, die wir so wenig haben, werde ich jetzt auf Loben verzichten. Es gibt meinerseits auch nicht sehr viel davon. Ich muss sagen, im Bereich der Ausgaben für Integration und die Integration der Flüchtlinge setzt sich eigentlich das fort, was meine Kollegin Frau Böhm schon vorgetragen hat. Zwischen den Gewährten und dem Benötigten existiert immer noch eine sehr große Lücke, meine Damen und Herren. Wir haben in diesem Jahr intensiv diskutiert über die politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Rolle spielten dabei die Ausländerbeiräte, die hier an der Anhörung eindrücklich erzählten, mit welchen geringen Mitteln sie versuchen, ihre Arbeit umzusetzen. Bei einigen Ausländerbeiräten reicht das Geld noch nicht einmal für Kopierpapier, ganz zu schweigen von einem Kopiergerät oder dergleichen. Auch die AGA ist derzeit vor sehr große Herausforderungen gestellt. Ich meine, sie muss schließlich Informations- und Wahlveranstaltungen für die kommenden Ausländerbeiratswahlen initiieren, und das unter den gegebenen Umständen, unter Corona-Einschränkungen.
Und trotz umfänglicher Aufgaben stagniert die finanzielle Unterstützung der AGA seit Jahren auf niedrigstem Niveau, meine Damen und Herren. Ein kaputtgespartes Gremium kann aber nicht anständig arbeiten. Bitte? Wie gesagt, ich kann es Ihnen gerne noch einmal sagen, ein kaputtgesperrtes Gremium kann nicht vernünftig arbeiten, meine Damen und Herren. Dessen müssen Sie sich bewusst sein. Sie planen ja außerdem, weniger Geld auszugeben für die Unterbringung von Flüchtlingen. Ich meine, das ist für uns absolut nicht nachvollziehbar. Zum einen waren noch nie so viele Menschen weltweit auf der Flucht wie heute, meine Damen und Herren. Und zum anderen wissen wir doch, wie unzumutbar und unmenschlich die Unterbringung in Hessen ist von geflüchteten Menschen. Spätestens jetzt wird es doch Zeit, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen und diese Menschen endlich wie Menschen zu behandeln, meine Damen und Herren der Regierungskoalition. Ich meine, das wurde jetzt heute auch schon zu Genüge gesagt. Wir brauchen hierfür eben eine Wohnraumoffensive. Am wichtigsten ist hier natürlich die Kehrtwende hin zur dezentralen Unterbringung. Aber kurzfristig brauchen wir eben auch Mittel, um die Belegungsdichte zu Corona-Zeiten eben in den Unterkünften zu verringern. Und da sehen wir leider auch keinerlei Initiative der Landesregierung, obwohl Angebote in diesem Bereich ja von den Landesjugendherbergen und so weiter zur Verfügung gestellt werden. Es geht eigentlich nur darum, dass sie Liegenschaften anmieten müssen, um eben hier die Belegungsdichte zu entzerren. Sie weigern sich aber seit Monaten vehement dagegen. Wir verstehen es nicht, warum. Zwar haben Sie recht. Ich meine, dass in diesem Jahr weniger Menschen in Hessen angekommen sind, das trifft zu. Die Zahlen der Unterzubringenden sind dann auch dementsprechend gesunken. Das liegt doch aber nicht daran, meine Damen und Herren, dass eben nicht mehr Menschen fliehen. Das liegt doch nur daran, dass an den europäischen Außengrenzen tagtäglich die Menschenrechte verletzt werden, meine Damen und Herren. Wenn Sie jetzt weiterhin darauf bauen, dass weiter Flüchtlinge illegal davon abgehalten werden, hier ihren Asylantrag zu stellen, dann können Sie natürlich weniger Mittel einstellen. Dann haben Sie recht. Wenn Sie aber nicht darauf vertrauen wollen, dass die Deals mit Diktatoren halten und die Menschenrechtsverletzungen weitergehen an den europäischen Außengrenzen, wäre es meiner Meinung nach sinnvoll, Gelder nicht zurückzufahren. Und eins noch, nicht nur im Hinblick auf Corona, sondern auch generell ist der gesundheitliche Versorgungszustand von Menschen mit Migrationshintergrund in Hessen noch, da ist in dem Bereich noch viel zu tun. Ich meine, noch immer gibt es zum Beispiel kein medizinisch geschultes Personal, also keine Fachdolmetscherinnen und keine Fachdolmetscher. Noch immer ist die psychosoziale Betreuung von Menschen mit Migrationshintergrund allgemein, aber die der geflüchteten Menschen insbesondere unzureichend. Und noch immer gibt es viele unversicherte Menschen, darunter eben auch viele mit Migrationshintergrund, die nicht wissen, wohin sie sich im Krankheitsfall wenden sollen. Sie wollen zwar den von uns eingereichten und ausgearbeiteten Gesetzentwurf nicht annehmen, machen aber auch keinerlei eigenen Vorschläge diesbezüglich, wie diese Menschen eben gesundheitlich versorgt werden können. Aber auch in diesem Bereich werden wir natürlich weiter Mittel für Clearingstellen und für unseren Gesetzentwurf beantragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Sönmez. Das Wort hat der Sozialminister. Staatsminister Klose, auf geht's. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es hat sich jetzt ja durch alle Reden im Grunde aller Einzelpläne gezogen. Dieses zu Ende gehende Jahr war in jeder Hinsicht ein besonderes, und das gilt natürlich in besonderem Maße auch für das Hessische Ministerium für Soziales und Integration als oberster Gesundheitsbehörde. Diese Corona-Pandemie hat vieles überschattet, vielen Dank, und auch das nächste Jahr wird
wenn auch, und ich glaube, dafür gibt es wirklich Hoffnung, unter anderen Vorzeichen wieder stark von Corona geprägt sein. Und deshalb will ich eingangs ausdrücklich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Ministeriums auch von hier aus Danke sagen, die neben vielen anderen seit 11 Monaten zusätzlich zu ihren sonstigen Aufgaben und weit über jedes Normalmaß hinaus zur Pandemiebekämpfung beitragen. Meine Damen und Herren, das ist schon oft geschrieben und gesagt worden, und ich glaube, Frau Gnadl war es, die das Bild vorhin auch schon aufgegriffen hat. Ja, diese Pandemie wirkt wie ein Brennglas. Ich stimme in dieser Diagnose völlig überein, und insbesondere soziale Probleme zeigen sich umso deutlicher. Und dieser Effekt wird voraussichtlich auch im nächsten Jahr eintreten, und wir werden mit dem Haushalt 2021 deshalb vor allem die Bereiche weiter stärken, die vor besonderen Herausforderungen stehen. Das sind die gesundheitliche Versorgung, die Unterstützung für Kinder und Familien, die Teilhabe benachteiligter Gruppen und der gesellschaftliche Zusammenhalt als solcher. Und ich will auf einzelne Felder daraus besonders eingehen. Meine Damen und Herren, die gesundheitliche Versorgung der Hessinnen und Hessen ist völlig unzweifelhaft das Megathema dieses Jahres. Im Mittelpunkt all unserer Anstrengungen stand von Beginn an immer, alle PatientInnen bestmöglich zu versorgen, insbesondere wenn sie schwer und schwerst erkrankt sind. Dafür braucht es genügend Betten, gesundes Personal, intensivmedizinische Ausstattung und leistungsfähige Krankenhäuser. Und bereits in diesem Jahr haben wir die Krankenhäuser in Hessen massiv unterstützt, durch das 10-Millionen-Euro-Programm für die Beschaffung von Beatmungsgeräten, durch die 120-Millionen-Euro Liquiditätsspritze aus den Investitionsmitteln als unterjährige Vorauszahlung des Landes. Und im nächsten Jahr werden wir die Pauschalförderung für die hessischen Krankenhäuser um weitere 120 Millionen Euro erhöhen. Und so ermöglichen wir den Kliniken dann auch die notwendige Flexibilität, um die organisatorischen und finanziellen Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen. Weitere 40 Millionen Euro werden über die nächsten Jahre zur Beteiligung Hessens am Krankenhauszukunftsfonds bereitgestellt, um die Mittel des Bundes für die hessischen Krankenhäuser kofinanzieren. Und ich sage das gern noch einmal. Man kann es offensichtlich ja gar nicht oft genug sagen, wenn ich an die Vorreden denke, insbesondere auch beim Vortrag von Frau Gnadl. Hessen liegt im Ländervergleich laut Bestandsaufnahme der Deutschen Krankenhausgesellschaft von 2019 nicht nur bei den Fördermitteln pro Bett, pro Fall und insgesamt im oberen Drittel, sondern bei der Krankenhausinvestitionsquote für die Plan- und sonstigen Krankenhäuser auf dem ersten Platz. Auf dem ersten Platz, Frau Gnadl. Sagen nicht wir, sagt die Deutsche Krankenhausgesellschaft. Und ich kann wirklich nur sagen, bitte nehmen Sie die Realität zur Kenntnis. Und wenn Frau Böhm dann wieder die Freihaltepauschalen anspricht, wissen Sie was? Jeder weiß, dass das eine Leistung des Bundes war. Und es gibt, fragen Sie mal Herrn Spahn, welches Bundesland ihn am meisten genervt hat damit, dass die Freihaltepauschalen wieder eingeführt werden sollen. Das war das Land Hessen. In jeder Gesundheitsministerkonferenz bis hin zum Bundesrat, als der Ministerpräsident selbst in dieser Frage noch einmal ausdrücklich in die Bütt gegangen ist. Und von daher ist diese Forderung an diese Landesregierung wirklich, also sie rennen offene Türen ein. Sie wissen auch ganz genau, wie wir uns da engagiert haben. Es war übrigens eingangs der Woche in einem Kommentar der FAZ auch zu lesen. Und neben diesen enormen Summen für den stationären Bereich stärken wir auch den ambulanten Sektor und die sektorenübergreifende Versorgung im nächsten Jahr noch einmal zusätzlich. Zum einen erwarten wir knapp 15 Millionen Euro, um den öffentlichen Gesundheitsdienst zu stärken, vom Bund für Personal, für Digitalisierung und für moderne Strukturen der Gesundheitsämter. Ich habe schon mehrfach an dieser Stelle gesagt, wenn diese Pandemie etwas Gutes hat,
dann, dass der öffentliche Gesundheitsdienst wieder stärker in den Fokus gerät. Und genau das passiert hier mit dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Und wir beraten bereits intensiv mit den kommunalen Spitzenverbänden über die entsprechende Rahmenvereinbarung für Hessen. Und auch die weitere Sicherung der ambulanten Versorgung im ländlichen Raum findet im nächsten Jahr besonderes Augenmerk. Wir werden zusätzliche 3,4 Millionen Euro und damit insgesamt fast 17 Millionen Euro in diesen Bereich 2021 weiter hineingeben. Beispielsweise, indem wir den ärztlichen Fachkräftenachwuchs fördern, innovative Versorgungsformen initiieren, die Telemedizin weiter ausbauen, weitere medizinische Versorgungs- und Gesundheitszentren einrichten und die Gemeindepflegerinnen und Pfleger weiter fördern. Das gesunde Hessen bleibt ein zentraler Schwerpunkt unserer Arbeit, gerade jetzt, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich auf einen weiteren Bereich blicken, der besonders von der Pandemie betroffen ist, Kinder und Familien. Wir haben erlebt, wie stark Kinder von den bundesweiten Einschränkungen im Frühjahr 2020 betroffen waren, wie sehr das Familien herausgefordert hat. Und auch aufgrund dieser Erfahrung haben wir uns bundesweit verständigt, dass Kitas und Schulen nach Möglichkeit geöffnet bleiben sollen. Und auch das ist uns viel Geld wert. Wir werden allein 40 Millionen Euro an die Kommunen zahlen, um für die Einnahmeausfälle aufgrund ausgefallener Elternbeiträge aufzukommen. Mit weiteren 65 Millionen finanzieren wir zusätzliche Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Bildungseinrichtungen, damit die Kinder in Hessen sicher spielen und lernen können. Und wir haben auch bei den Investitionskostenzuschüssen nochmals eine Schippe draufgelegt, denn gerade jetzt werden mehr Platz und mehr Räume benötigt. 2020 haben wir bereits die Rekordsumme von 92 Millionen Euro für Investitionen gewährt. Im bevorstehenden Jahr kommen weitere 77 Millionen Euro dazu. Und damit legt Hessen zu jedem Euro des Bundes einen Euro dazu. Also zeigen Sie mir ein Land, wo das auch so läuft. Wir geben aber auch den Fachkräften der Kitas Sicherheit. Sie können sich bereits seit August regelmäßig anlasslos auf eine Infektion mit dem Virus testen lassen, damit Infektionen frühzeitig erkannt werden. Und auch das setzen wir fort, genauso wie es Kollege Lorz vorhin für die Schulen gesagt hat. Und hierfür wendet das Land in diesem Jahr 5 Millionen Euro und im nächsten Jahr weitere 6 Millionen Euro auf. Und meine Damen und Herren, eines der wichtigsten Ziele der Hessischen Landesregierung ist, Frauen und Kinder zu unterstützen und zu schützen, die Opfer jeglicher Form von Gewalt geworden sind und traumatisierende Erfahrungen machen mussten. Wir statten deshalb den Kinder- und Frauenschutz finanziell besser aus. Wir wappnen diesen Bereich so auch für die besonderen Anforderungen der Pandemie. Für den Aus-, Um- und Neubau von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen stellt das Land deshalb ab dem kommenden Jahr bis 2023 jährlich 500.000 Euro bereit. Im Fokus steht dabei vor allem der barrierefreie Ausbau, um Frauen mit Behinderungen einen leichteren Zugang zu den Einrichtungen des Schutzsystems zu ermöglichen. Und zusammen mit dem Bundesförderprogramm und den zusätzlichen Mitteln aus dem Sondervermögen stehen im kommenden Jahr in Hessen damit 5,8 Millionen Euro bereit, um Schutz vor Gewalt zu bieten. Und um Kinder und Familien gleich welcher Familienkonstellation zu stärken, bauen wir weitere Bereiche aus. Mit dem Jahr der Kinderrechte setzen wir uns 2021 ganz besonders dafür ein, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen mehr Gehör finden. Dafür stehen zusätzliche 100.000 Euro bereit. Auch Familien profitieren von unserem Haushaltsplan, denn wir bauen die Familienzentren in Hessen aus und erhöhen die Förderung je Familienzentrum ab nächstem Jahr auf 18.000 Euro jährlich. Damit stehen dann 2021 3,4 Millionen Euro für die Familienzentren und die entsprechende Landesservicestelle zur Verfügung. Und wir lösen so unseren Anspruch ein, starke Kinder und starke Familien in Hessen zu fördern. Meine Damen und Herren, gerade Menschen in prekären Lebenssituationen und Menschen mit langfristigen Beeinträchtigungen sind durch die Corona-Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt.
am Arbeitsmarkt waren am ehesten diejenigen von drohendem Jobverlust betroffen, die ohnehin gering bezahlt oder nur kurzfristig beschäftigt sind. Menschen mit Behinderungen waren beispielsweise durch die Schließung von Werkstätten finanziell besonders betroffen, zusätzlich zu einem erhöhten Risiko eines schweren Verlaufs im Fall einer Infektion mit SARS-CoV-2. Daher werden wir im kommenden Haushaltsjahr unsere Arbeit auch in diesen Bereichen weiter ausbauen. Mit 7,2 Millionen Euro führen wir das erfolgreiche Programm Sozialwirtschaft integriert fort, um jungen Geflüchteten den Einstieg in einen sozialen Beruf zu erleichtern. Weitere 14 Millionen Euro stehen bereit, um arbeitssuchende Frauen und junge Ausbildungssuchende beim Einstieg oder Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Für die Menschen mit Sinnesbehinderungen legen wir in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vor, der erstmals in Hessen ein Taubblinden- und Gehörlosengeld vorsieht. Und auch dafür sind 6 Millionen Euro in diesem Haushalt veranschlagt. Meine Damen und Herren, wir haben in diesem Jahr in besonderem Maße erlebt, was gesellschaftlicher Zusammenhalt bedeutet und wie wichtig es ist, füreinander einzustehen und gegenseitig Verantwortung zu übernehmen. Diese Landesregierung macht sich seit Jahren für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stark und setzt auch das fort, gerade auch angesichts der Spalter, die überall und ja leider auch hier unterwegs sind. Und daher werden wir im kommenden Jahr mit einer 200.000 Euro starken Kampagne unserer Antidiskriminierungsstelle für Akzeptanz, Vielfalt und Zusammenhalt werben. Ich glaube, es ist genau die richtige Antwort auf das, was Kollege Richter gerade vorgetragen hat. Wir stärken die Integrationsarbeit vor Ort weiter, indem wir landesweit Vielfaltszentren einrichten. Hierfür und für weitere wichtige integrationspolitische Maßnahmen stellt dieser Haushalt zusätzliche 500.000 Euro bereit. Meine Damen und Herren, ich will diese Gelegenheit auch nutzen, um Ihnen einen weiteren wichtigen Baustein unserer Pandemiebekämpfung vorzustellen. Er betrifft die Alten- und Pflegeheime, die Orte, in denen besonders vulnerable Menschen leben, die wir gleichzeitig nicht sozial isolieren wollen. Hier sind wir in Hessen schon besonders aktiv. Wir sprechen seit März wöchentlich mit den Einrichtungsträgern und den Pflegekassen. Wir entwickeln Handlungsempfehlungen und Schutzkonzepte gemeinsam mit Ihnen. Und alles, was Herr Pürsün an dieser Stelle gesagt hat, ist schlicht und einfach unwahr. Jeder Schritt wurde mit den Heimbetreibern gemeinsam gegangen. Ich persönlich habe gerade am vergangenen Freitag nochmals mit der Liga und dem BPA gesprochen. Das Gleiche gilt übrigens auch für das, was Sie in Richtung des öffentlichen Gesundheitsdienstes gesagt haben, den wir angeblich allein lassen. Ach, wissen Sie, Herr Pürsün. Hören Sie Radio? Wahrscheinlich. HR Info ist ja bestimmt ein beliebter Sender hier im Hause. Vor wenigen Tagen konnten Sie dort den Leiter des Offenbacher Gesundheitsamtes hören. Es ist ja nun ein Gesundheitsamt, das wirklich besonders im Fokus steht. Und er wurde auch, sagen wir mal, kritisch befragt, ob er sich eigentlich vom Land hinreichend unterstützt fühlte. Und Herr Dr. Bornhofen antwortete wörtlich, darf zitieren, die Landesregierung unterstützt die Gesundheitsämter wirklich hervorragend. Punkt. Keine Einschränkung, Herr Pürsün. Genau das war der Satz von Herrn Dr. Bornhofen. Und wissen Sie, ja, Sie können ja hier alle Behauptungen aufstellen. Ich konfrontiere Sie schlicht mit Fakten. Seit dem 1. Oktober können sich MitarbeiterInnen, ich komme zurück zu den Heimen, dieser Heime regelmäßig anlasslos und auf Kosten des Landes testen lassen. Und sagen Sie mir bitte ein anderes Land, das den Dialog so engmaschig führt und ein so großzügiges Testangebot gemacht hat. Und jetzt hat der Bund seine Testverordnung so geändert, dass Krankenhäuser, aber auch Alten- und Pflegeheime Antigentests selbst beziehen können. Das ist ein grundsätzlich guter Schritt. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Markt für diese Tests doch deutlich enger ist, als der Bund es angenommen hat. Und das hat insbesondere kleinen Abnehmern im stationären und ambulanten Pflegebereich, die ja nur einen überschaubaren Mengenbedarf haben, die Beschaffung dieser Tests schwer gemacht, übrigens in der ganzen Republik.
Wir reden in beinahe jeder Gesundheitsministerschalte dazu. Was uns aber von Ihnen unterscheidet, ist, wir bleiben nicht dabei stehen, die Misere lautstark zu beklagen, sondern wir kümmern uns. Wir sorgen für eine echte Lösung, und deshalb kooperieren wir mit einem Dienstleister, der in Kürze jede Woche 500.000 Antigentests zur Verfügung stellen wird. Die ambulanten und stationären Einrichtungen der Pflege und für Menschen mit Behinderungen, aber auch die ambulanten Hospizdienste können dort bestellen, auf Wunsch sogar inklusive Schulung, und werden zeitnah beliefert. Dieses Verfahren entlastet die Einrichtungen davon, den Markt der Testangebote zu durchforsten, Preise zu vergleichen, sich um die Logistik zu kümmern. Sie können sich auf ihre wichtige Arbeit konzentrieren, und der Preis wird nie höher sein als das, was die Testverordnung erstattet. Dieser Service des HMSI entlastet damit gerade die vielen kleineren Einrichtungen mit geringeren Bedarfen, und es ist einmal mehr eine typisch hessische Lösung. Wir packen die Dinge an, meine Damen und Herren. So wie bei der Steuerung unserer stationären Kapazitäten, hier beschimpft, bundesweit zum Vorbild erklärt. So wie bei den Selbsttests im Rahmen der Safe-School-Studie, viele Bedenkenträger, bundesweit Blaupause. So ist das auch hier. Wir sorgen für Schutz durch Masken, übrigens der Lieferung am Wochenende. Ging schon mehr als 10 Millionen Masken in den letzten Monaten voraus. Das nur einmal, weil Sie so getan haben, als belieferten wir die Heime letztes Wochenende das erste Mal. Und wir sorgen für Schutz durch Testdiagnostik. Und ich sage Ihnen voraus, auch dieser hessische Weg, in einem überhitzten Markt für die Einrichtungen Tests zu sichern, wird bundesweit Beachtung finden. Meine Damen und Herren, mit dem Entwurf des Einzelplans 08 und den Mitteln aus dem Sondervermögen zur Bewältigung der Corona-Pandemie, die ich Ihnen ausschnittweise vorstellen konnte, schaffen wir wichtige Voraussetzungen, um das Virus im kommenden Jahr weiter zurückzudrängen, besonders betroffene Bereiche zu unterstützen und auch jenseits des Themas Corona wichtige sozial- und integrationspolitische Schwerpunkte zu setzen, zentrale Vorhaben unseres Regierungsprogramms umzusetzen und unser Leben als Gemeinschaft zu verbessern. Deshalb freue ich mich auf Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Meine Damen und Herren, ich will mal darauf hinweisen, hier mit der Buchführung, die wir haben, die Redezeit der Landesregierung ist eigentlich jetzt bei null. Ich will es nur sagen, weil noch zwei weitere Kolleginnen kommen. Sie können natürlich immer sprechen, die Landesregierung kann immer sprechen, aber das wird dann bedeuten, dass die zusätzliche Redezeit den Oppositionsfraktionen dann anteilig zugeordnet wird, nur dass jeder Bescheid weiß. Ich kann ja mal die Zahlen bekannt geben. Es stehen hier noch auf der Uhr, die CDU hat noch 19,55, die SPD 9,06, die Grünen 19,35, die Linke 18,31, die FDP 13,25, die AfD 21,58 und der Kollege Kahnt hätte, wenn er noch will, 6 Sekunden. Aber in der Zeit kommt er nicht runter, nehme ich an. Das schafft er nicht. Wir hätten also jetzt noch zwei Einzelpläne. Und wie gesagt, dann wird es halt ein bisschen länger, aber wir sind ja auch schön zusammen eben. Gut, dann hätten wir den Einzelplan 08 behandelt.